Meine lieben Baumeister da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit ein bisschen Bau-Action hier in Enshrouded. Wir haben beim letzten Mal schon hier so ein bisschen rumprobiert mit Haus und Dach und so weiter, ne? Da machen wir heute auch weiter. Aber ich möchte auch ganz gerne nochmal was ausprobieren, denn Watch out, sparks flying. Wir sollen ja hier questtechnisch sollen wir eine Waffe schmieden, ne? Finde ich ganz interessant. So. Wir machen mal ein derbes Schwert. Zack. Und jetzt haben wir, glaube ich, die, haben wir die Quest abgeschlossen. Und siehe da, wir können jetzt mit hier, mit diesem riesen Breitschwert und dem Schild, was wir gefunden haben, können wir jetzt quasi loslegen. Aber hier sind gerade keine Gegner. Ist in Ordnung. Da muss das erst noch warten. Stört mich jetzt aber auch nicht. Mir geht es auch eigentlich mehr um, um den Baukram, ne? Ist halt cool, was man hier alles machen kann. Aber ich werde nochmal eben, bevor wir jetzt weiterbauen, ein paar Materialien besorgen. Einfach hier mal so Bäumchen wegknattern. So. Jawohl. Da fallen schon die Holzscheite wieder hier auf den Boden. So, wenn wir hier nochmal ein bisschen plündern. Ich mache gleich ein paar mehr. Zack. Jawohl. Bäumchen fällt. So, hier nehmen wir alles mit. Jawohl. So, und jetzt gehen wir wieder an die Werkbank. Und machen diese Blöcke, die wir hier brauchen, ne? Oh, guck mal, er ruft mich. Ich komme gleich. Ich habe keine Zeit. Gerüst. Gleiter, Greifhaken. Ja. Wir wollen die hier haben. So. Manuelles Handwerk. Rucksack. Das sieht soweit ganz gut aus. So, dann gehen wir ihn mal anquatschen hier. Sag mir, was du brauchst. Achso, Unterschlupf. Ich brauche eine vernünftige Werkstatt, in der ich arbeiten kann, sonst kann ich dir keine Ausrüstung für deine Reise herstellen. Keine Angst, es ist nicht schwierig, eine zu bauen. Du wirst eine Werkbank, ein paar Blöcke und den Bauhammer brauchen. Also an die Arbeit, Flammensprössling. Okay, läuterndes Feuer. Glutal kann immer noch gerettet werden. Wo es Rauch gibt, gibt es auch ein Feuer. Das Miasma setzt den Tälern zu. Also suche mit deiner neuen Ausrüstung nach dem Elixierbrunnen und beseitige die Wurzel unseres Elends. Entzünde die Tiefen und verbrenne das Böse. Na los, ich zähle auf dich, du Flammenspross. Okay. Neuer Ort. Cool. Gut ausgeruht. Selbst mit neuer Ausrüstung solltest du dich da draußen nicht sicher fühlen. Ruhe dich aus und iss etwas Gutes, bevor du dich auf den Weg machst. Ein Feuer, ein Dach über den Kopf und etwas Fleisch im Magen bereiten dich auf alles vor. Okay. Gleiter. Die Flamme verleiht dir keine Flügel, Kind. Stelle einen Gleiter an der Werkbank her. Das macht die Fortbewegung ein bisschen einfacher. Perfekt für Draufgänger wie dich. Vergiss nicht, dass die Benutzung eines Gleiters Ausdauerpunkte kostet. Ich glaube, du Jungspund hast das Zeug dazu. Okay, nichts zu diskutieren, alles klar. Guck mal, haben wir wieder eine neue Quest bekommen. Nicht schlecht. So. Mal eben gucken hier. Wir waren ja hier noch ein bisschen beschäftigt auch, ne? Mal gucken. Einmal eben drehen hier das Ganze. So, ich hätte nämlich hier gerne weitergemacht. Ah! Das ist schwierig, hier da was ranzukriegen. Warte mal. Vielleicht muss ich... Vielleicht sollte ich ein Baugerüst bauen. Warte mal. Was kostet das? Bauhammer haben wir schon. Stühle, Bänke, Tische. Lichtquellen. Lichtquellen, oh. Guck mal. Kerzen können wir jetzt auch machen. Okay, manuelles Handwerk. Lagerfeuer, Fackel, Dietrich, Holzfall, Zauberstab, Lumpen.
Wo war denn jetzt schon wieder das... Da, Gerüst. Holzscheitung gar. Alles klar. Mal gucken, können wir Garn machen? Ne, wollen wir wieder Pflanzenfasern? Merken wir uns, Gerüst A, das wollen wir haben. Dann haben wir das auch mal gesehen, weißt du? Können wir da mal so ein bisschen ausprobieren. So, Pflanzenfasern, Beeren, Pflanzenfaser. Handwerk. Garn. So. Dann gehen wir ran hier an unsere Werkbank. Gerüst A. Achso, Holzscheite fehlt noch. Okay, sorry. Ich dachte, ich hätte genug, aber anscheinend habe ich die alle verbraten für die Holzblöcke. Gut, kein Problem. Machen wir noch ein paar neue. So, und jetzt herstellen. Gerüst. Ich mache gleich ein paar mehr. Oder? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so schlimm ist, wenn ich da nur... ich pack mal das Schwert eben weg. So. Ah, guck mal hier. Riesending, ey. Das ist cool. Guck mal. Dann kommen wir hier richtig schön ran. Können wir quasi von jeder Seite. Ah, okay. Hier ist ein bisschen eng. Aber es geht noch. So, eins hebe ich mir auf. Für den Fall der Fälle. Ne? So, komme ich hier jetzt einfach so hoch oder wie? Ja. Guck mal. Das ist doch schön. So, jetzt. Ah, jetzt hat er das da so rangeklatscht. Jetzt komme ich... Okay. Ja, das ist halt, wenn man es nicht weiß, ne? Warte mal. Mal gucken. Kommt das ungefähr hin? Wenn ich das da hin mache? Ich krieg den da nicht... Oh. Um die Tür zu machen, vielleicht geht es dann besser. Ah, komm schon. Ich krieg's nicht dahin, wo ich es hinhaben will, ne? Ist lustig. Moment. Gut, dann machen wir das anders. Könnte auch sein, dass es hier nicht geht, weil da die Tür ist, ne? Könnte auch sein. Ach, guck mal, hier fehlt sogar noch was. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Einrasten verwenden. Okay, warte mal. Jetzt geht's. Guck mal. Yeah. Na endlich. Schön. Haben wir die Seite schon soweit fertig fast, oder? Ja. Mal eben gucken von unten. Das sieht gut aus. So halbwegs zumindest. okay. Alles klar. Jetzt mal eben hier gucken. Einmal drehen.
Da kriege ich das nicht so cool hin. Ah. Komm her. Jetzt, guck mal. Man muss einfach nur Einrasten verwenden. Dann geht das einfacher. Gut, wenn man es nicht weiß, ne? So. Und jetzt hätte ich gerne die hier noch. Machen wir mal eben so. Dann kann ich nämlich die Zwischenräume schließen. Glaube ich, hoffe ich. Oder? Ja. Perfekt. So wollte ich das haben. Voll gut. So, ich mache das jetzt erstmal so, dass ich hier oben eine gerade Fläche kriege. Rausnehmen kann ich immer noch, wenn es mir nicht gefällt. Ja, das hat geklappt, das ist schön. So. Zack. Yay. So. Ich mach das mal hier so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich ein Loch gemacht. Shit. Wollte ich gar nicht. Ich wollte ja eigentlich noch eine zweite Etage bauen. Aber ich glaube, das wird schwierig. Da muss ich eventuell eine andere Leiter haben. Guck mal, hier ist auch ein Loch drin. Machen wir auch mal eben zu, ne? Sieht das ein bisschen besser aus. So. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den Baumodus und gucken mal, was da dachtechnisch so geht. Wand, Decke. Wir könnten jetzt hier quasi einmal so eine Decke reinklatschen. Das machen wir mal. Haben wir das auch mal gesehen. So. Geht, glaube ich, auch von unten, ne? Oder? Ach, guck mal hier, da habe ich auch wieder was vergessen. Was habe ich denn hier gemacht? Ach, guck mal, da fehlt noch was. Okay. Warte, warte, warte. Das kriegen wir korrigiert. So. Also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, wenn ihr ein Haus baut aus Holz, macht das nicht im Dunkeln. Weil sonst habt ihr nämlich das Problem, was ich habe. Man sieht das dann nicht so gut, wo man was gebaut hat. Und man muss dann wieder nacharbeiten. Das ist dann auch doof. Ja, warte mal. Ja, guck mal, jetzt habe ich hier so eine Wulst reingezimmert. Das wollte ich auch eigentlich gar nicht. So ist besser. So ist schön. So, zack. Dann gehen wir wieder in den Baumodus. Decke. Decke, Decke, Decke. Gut, einmal wieder nach oben und dann machen wir die kleinen Zwischenräume noch zu. Dann sind wir schon mal geschützt vor Regen. Und anderen Gefahren. So.
Hier könnte man natürlich jetzt auch so eine Art Wachturm oben drauf bauen, sodass man dann quasi sieht, wer hier rumrennt. So. So, Dach wäre zu. Ist jetzt ein Flachdach. Mal eben gucken, wie sieht denn das von außen aus? Also rein theoretisch könnte da noch eine Etage drauf. Wenn man das denn möchte. So. Ich muss nur gucken, wie ich das mache. Lass uns mal eben gucken. Wir gehen nochmal eben in das Baumenü. Was haben wir denn für Optionen? Guck mal, wir hätten hier Fundament. Türrahmen? What the fuck? Okay, warte mal. Okay. Fensterrahmen. Okay. Ist ein bisschen dunkel, ne? Ich versuche mal ein bisschen Licht zu besorgen. Handwerk. Fackel, da. Herstellen. Ohne Licht geht das nicht, das ist doof. Ich hoffe, dass ich die irgendwie irgendwo an der Wand machen kann. Mal eben gucken. Halten, werfen. Nee. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier mein Haus abfackel. Ja, stimmt, das war auch unter Lichtquellen, ne? Das war, nicht die normale Fackel, sondern man muss richtig hier, sowas muss man machen, ne? Dekorativ. Geschirr, Holzscheit. Guck mal, Holzschüssel. Können wir auch mal machen. Können wir uns da gleich auf den Tisch stellen. Einmal so. Huch. Ey. So, guck mal. Zack. Wenn Besuch kommt, ne? Einmal mal so. Gibt's lecker Suppe. Okay, jetzt muss ich nur herausfinden, wie baue ich das hier wieder ab. Das stört mich gerade ein bisschen. Ich würde das gerne abreißen. Ich wollte so eine Art Vordach noch basteln. Okay, warte mal. Ich mache das mal ganz, ganz einfach. Ich versuche mal, das mit der Axt wegzumachen. Okay, scheint nicht zu gehen. Okay. Wie entferne ich das? Entfernen. Geht nicht. Okay, ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Jetzt ist irgendwas passiert. Aber ich weiß nicht was. Das ist ja lustig. Dächer. Ach, guck mal. Wir hätten hier sogar noch eine... Ja, die können wir noch nicht.
Aber wir hatten auch noch andere Dächer. Da müssen wir auch noch ein bisschen die Quest verfolgen, glaube ich, bis wir hier dann was machen können. Okay. So, aber was natürlich ganz wichtig ist, was wir auch brauchen, ist... Moment. Wo ist es? Da. Wir brauchen ein Plumpsklo. Wir müssen ja auch irgendwo auf Toilette gehen. Deswegen bauen wir jetzt ein Plumpsklo. Mal sehen, wo ich das hinbaue. Vielleicht ein bisschen abseits, ne? Wegen üblen Gerüchen auch. So. Türrahmen. So. Zack. Fehlende Materialien, was? Das finde ich aber nicht gut. Okay, müssen wir wieder Holz besorgen. Das Juteholz. So. Ja. Zack. Gehen wir hier wieder ran. Und wir basteln uns da. Zack, so. Zack. Einmal hier so eine Wand. So. Decke. Das sieht ja lustig aus. Ja, so ist gut. Und dann kann man hier quasi... Huch, das wollte ich gar nicht. Warte mal. So. So ist besser. Na, jetzt kriege ich es nicht hin, so wie ich es halt gerne hätte. Das ist aber manchmal auch ein bisschen zickig, ne? Viel Fummelkram. Wieso klappt das hier und da nicht? Hä? Okay, warte mal. Wir nehmen die mal weg. So. Okay, Fenster machen wir da auch rein, aber das machen wir ein bisschen höher. Ja, wir wollen ja nicht gestört werden. Wenn wir hier unser Geschäft verrichten. So. Guck mal. Können wir uns hier quasi... Huch! Falsche Taste gedrückt. Können wir hier dann quasi schön, ne? Ihr wisst schon.
eine Runde pullern. Ja. Finde ich gut. So, jetzt will ich nochmal irgendwas ausprobieren hier. Warte mal. Kann ich hier... Ja. Aufheben. Okay, jetzt habe ich den Tisch genommen. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich eine Schale haben. Wegen Händewaschen. Gut. Macht nichts. Kommt der Tisch hier halt wieder hin. So. Warte mal, vielleicht brauchen wir hier noch so ein kleines... Säule vielleicht? Warte mal. Ich hätte gerne so ein Regal gehabt, wo ich was raufstellen kann. Guck mal, haben wir da so einen fetten Stein hingemacht, ne? Hat auch irgendwie was. Gefällt mir. Gucken. Türrahmen. Säule. Kann ich die drehen? Ne, die kann ich nicht drehen, ne? Die steht tatsächlich... Die steht tatsächlich, nur in einer Richtung. Invertierte Stufenwand. Okay. Ja. Nett. Ich habe nur manchmal so ein bisschen Probleme einzuschätzen, wo das Ding einrastet und wo nicht. Aber Freunde. Ich glaube, ihr merkt schon, man hat hier unendlich krass viele Möglichkeiten, wie man sich hier was bastelt und, ne? Und auch nicht. So, ich hätte gerne. Okay, warte mal. Ich hätte gerne noch so eine Schale. Ich hack hier nochmal einen Baum weg. Komm, was soll der Geiz? Hier ran. So, haben wir eine Schale gemacht. Was brauche ich eigentlich für Stühle? Kein Slot im Rucksack verfügbar. Ah, okay. Wir haben zu viel Kram. Warte mal. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Wir nehmen erstmal hier die Fackel weg. Die brauchen wir nicht. Die Fackel kann auch weg. Baugerüst brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ja. Okay. So, komm. So, haben wir einen Holzsocker? Schade, ich wollte die Schale da reinstellen. Okay. Vielleicht kann man ja später noch so eine Art Fass machen. So. Aber hier, Hände waschen können wir auch. Siehste, passt. Finde ich gut. Wo habe ich jetzt den Holzhocker hingepackt? Den wollen wir natürlich
hier mit reinstellen. So. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ich weiß leider nicht, wie ich das Baugerüst hier wegkriege. Das nervt mich ein bisschen. Vielleicht so? Ah! Guck mal. Man muss nur im richtigen Winkel stehen. Dann kann man das wohl wegnehmen. Sehr schön. Jetzt können wir hier rein theoretisch dann schön sitzen hier. Dann machen wir das nochmal eben zu. Hier ist auch noch irgendwie was offen. Ja. Zweite Etage machen wir heute nicht. Ich möchte nur noch ein paar andere Sachen zeigen. Oder machen. So, aber was ich gerade sehe, wir brauchen eine Tür. Denn Fensterrahmen? Ne, Fensterrahmen wollen wir nicht. Schmale Wand. Ne. Ne, wir wollen, wenn wir denn auf Toilette gehen, wollen wir auch ungestört sein. Na, wir wollen ja jetzt nicht für jedermann sichtbar sein. Das heißt, wir brauchen eine Tür. Holztür. Okay. Werkbank. Tische geht. Primitiver Holztisch. Oh, Nachttisch geht auch. Hier. Garn. Wir können ein Bett machen. Alles klar. Merken wir uns. So. Wo ist es? Wo ist es? Ach hier, guck mal. Krug. Holzplatte. Holzkrug. Das ist verdammt cool gemacht. Glühwürmchenlampe. Schädelkerze. Antin. So, Bett. Primitive Matratze. Pflanzenfaser und Garn. Ja, komm her. Machen wir das zuerst und dann machen wir die Tür. Ist nämlich auch interessant, ob man dann, wenn man schläft, die Zeit skippen kann quasi. Das möchte ich auch mal gerne wissen. Aber das Spiel hat mich schon so ein bisschen angefixt, ne? Muss ich echt sagen. Das macht echt Spaß, hier die Sachen zu bauen, zu entdecken. Und wir bauen ja jetzt aktuell auch nur aus Holz, ne? Ich glaube, wenn man dann irgendwann richtig loslegt. So mit Holz und so, dann kann man da wahrscheinlich richtig abgefahrene Sachen herstellen. So. Guck mal. Jetzt haben wir sogar Licht. Beim Kacken. Es ist einfach großartig. So, Holztür. Brauchen wir wieder Holzscheite. Alles klar. Bett machen wir gleich auch nochmal. So, was ich halt auch gerne noch machen würde, so ein bisschen so Wege bauen. Ne, weil wir laufen ja jetzt hier irgendwie immer die ganze Zeit auf dem Rasen rum. Was ja nicht schlimm ist, aber ne, einfach so für die Optik auch. Stühle, Bänke, Türen. Da, die hätte ich gerne. So.
Guck mal, dann kann man hier nämlich schön in Ruhe. Huch. Mach hier auch nochmal ein bisschen Licht rein. Mal gucken. Wie sieht das aus? Huch. Tür zu. Ja, hier. Ne? Kann man ganz in Ruhe ein Ei legen. Sehr schön. Aber Tür lassen wir auf. Doch, doch. So, jetzt nächste Dings ist Bett. Wir brauchen unbedingt ein Bett. Jetzt ist auch gerade dunkel. Vielleicht haben wir Glück. Und können das dann mal ausprobieren. Weil ihr wisst ja so, gerade so im Survival-Crafting-Spielen, die Nacht ist halt immer doof, ne? Man sieht nicht so viel Monster kommen. Man kommt nicht zum Bauen. Alles ein bisschen eklig. Oh, guck, da kommt schon der Erste, der uns nerven will. So, Betten. Okay, uns fehlt Garn. Werkbank. Da. Primitive Matratze. Besser als nix. Mal gucken, wie groß die ist. Oha. Größer als gedacht. Mal gucken, wo wir die hinmachen. Na, hier so am Feuer ist vielleicht nicht so gut. Weißt du was? Wir machen mal die Treppe wieder weg. Eine zweite Etage machen wir später. Weil sonst wird das hier zu eng. So, warte. Hier, zack. So. Da machen wir die wieder rein. Dann haben wir hier nämlich so eine richtig schöne Kante. So. Und jetzt hier Matratze. Guck mal. Ist das nicht cool? Können wir hier nämlich schön einmal eben Tür zu machen. So. Schlafen. Nee, jetzt habe ich. Oh, Kacke. Jetzt habe ich es aufgehoben. Huch! Schlafen. Mal sehen. Passiert irgendwas? Nö. Aber wir haben Komfort Level 9. Wir sind geschützt und wir haben Wärme. Also das feiere ich schon, ne? Doch, doch. Schade ist nur, dass man die Zeit nicht überspringen kann. Habe ich hier was vergessen? Da oben, ne? So. Okay. Gut. Ich meine, wir sind ja hier auch im geschützten Bereich, ne? Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir können rein theoretisch die Türen dann auch auflassen. Feuerstellen. Stühle, Bänke. Ja, hier so eine Bank ist auch nicht schlecht. Die könnte man draußen aufstellen. Zäune. Da brauchen wir wieder Garn für. Okay. Aber wir gucken mal eben hier. Bank. Gucken, wie das aussieht. Hier so eine Stelle zum Sitzen. Könnte man hier so hinbauen, ne? So, zack. Dann hier noch einen Tisch, so einen rustikalen Tisch. Ja. Doch, doch.
Oder man kann, wenn man auf der Matratze schläft, vielleicht gar nicht so gut schlafen. Also, dass man quasi ein vernünftiges Bett braucht, um die Zeit zu skippen. Könnte auch sein, oder? Wobei, ganz sicher bin ich mir da nicht. Aber es wäre toll, wenn das irgendwie gehen würde. So. Gut, jetzt möchte ich mal einen schönen Zaun bauen. Geht das irgendwie? Nee, uns fehlt Garn. Ja, Garn ist hier essentiell, ne? Das braucht man relativ häufig. So. Primitiver Holzzaun. Ja, dann lass uns doch mal gucken, wie wir den hier verarbeiten. Mal den hier. Na? Einrasten verwenden. Okay. Hat was. Doch, doch, doch. Nicht schlecht. Okay, haben wir das auch mal ausprobiert? Geschirr, Stühle, Tische. Holzbeitisch. Nachttisch. So. Bänke. Machen wir auch nochmal. Guck mal, das wäre jetzt ein richtiges Bett. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Also, da haben die sich schon, da haben die sich schon Gedanken gemacht. Okay, warte mal. Wir machen hier jetzt nochmal den... den anderen Tisch mit hin. Huch. Das sollte so nicht passieren. Da habe ich mich gerade verklickt. Ich wollte ihn eigentlich drehen. So. So dass man, wenn mal Besuch kommt, weißt du, dann kann man auch bei gutem Wetter draußen sitzen. Ja, komm. So. Sehr cool. So, aber jetzt werden wir mal eine Quest in Angriff nehmen. Säubere den Elixierbrunnen. Der Schmied will eine Werkstatt. Elixierbrunnen. Okay. Auf der Karte anzeigen. Ist hier hinten. Alles klar. Wegpunkt setzen. So, und jetzt werden wir mal eben uns ausrüsten mit Waffen. Die macht 16 Schaden. Wie viel macht der? 21. Eigentlich werde ich ganz gerne den wieder. Abgenutzte Hose. Ja.
Ich überlege gerade, machen wir nochmal Inventar leer, wa? Falls uns was passiert. Ist, glaube ich, ganz gut. Oh, Hose. Holzscheite. Äste. Tierfell. Metallschrott. So den wichtigsten Kram, so, ne, rausnehmen. Bogen vielleicht auch. Ja, wir versuchen es mal, komm. Säubere den Elixierbrunnen. Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt. Was uns da so Schönes erwartet. Oh, da kommt ein Wolfi. Hallo. Tja. Das hat er nun davon. Aber ich werde mir nochmal hier die Beeren, die werde ich mir nochmal reinlegen. Ich höre komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob das gut ist. So, wir sind jetzt hier. Das ist wahrscheinlich genau hier. Ja, ist im Miasma drin. Okay. Gut. Ich glaube, wir müssen dann gleich kämpfen. Das war jetzt nicht schwer. Okay. Gehen wir mal hier lang. Gehabt. Das hätte auch böse ausgehen können. Oha, was ist denn hier los? Zu Elixierbrunnen, den Quellen des Elixiers. Ein weiterer Elixierbrunnen wird auf dem Rücken der Arbeiter gebaut, die sich unermüdlich abmühen, einen Tunnel in die Erde zu graben. Die Pläne für dieses Bauwerk sind unheimlich. Der Schlund spuckt bei jedem Stoß Dämpfe aus. Dünne Nebelschwaden verursachen Kopfschmerzen und reizen die Augen. Alles für dieses Elixier. Ich hoffe, dass es diese verdorbene Luft nicht nach Distelsamen schafft. Balthasar. Mhm. Okay. Position erreicht. Eieiei. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was die mit Säubere meinen. Muss ich eventuell hier alle Gegner killen? Oder wie darf ich das verstehen? Guck mal hier. Hier ist ein bisschen Zeit. Ey. Nehmen wir das Essen. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich hier die
Gegner wegmachen muss. Leuchtfeuer füllen deine maximale Zeit im Miasma wieder auf. Okay. Oder muss ich hier diese Dinger wegmachen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Elixierbrunnen. Pfeile, aha. So, wer hat hier gerade rumgeschrien? Wo war der Typ? Da. Okay. Ich muss nochmal eben lesen. Der Schmied sagt, du sollst dich dem Miasma stellen, dem ruinösen Nebel, der Glutal heimsucht. Das Miasma entspringt dem Elixierbrunnen. Ja, okay. Alles klar. Verstehe ich trotzdem nicht. Da hinten laufen noch Gegner rum. Ich gehe da mal hin. Oder auch nicht. Okay, hier sind auf jeden Fall noch mehr Gegner. Mhm. Okay, Level up. Sehr gut. Aua. Achtung, okay, Zeit wird knapp. So, Zeit wurde aufgefüllt, das ist gut. Ach, guck mal, hier geht das nach unten. Okay. Neue Waffe, auch gut. Alter, ist das gruselig. Da hinten ist irgendwas. Das sieht mir so nach Boss aus. Ja. Dark Souls, Baby. Yeah. Knapp. Eine Trophäe. Okay. Lichtbringer. Level 3. Episch. Okay. Okay, Holzfäller-Axt.
So, nu? Das war's, oder was? Aua. Das Schwert sieht geil aus. Mag ich. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Wir gehen mal wieder hoch. Oder, warte mal, muss ich da vielleicht was einsammeln? Kann auch sein, ne? Ich geh nochmal schnell gucken. Ne. Sieht nicht so aus, okay. Dann nichts wie weg hier. Der Ort ist mir ein bisschen suspekt. Bisschen unheimlich auch. So. Und hepp. Elixierbrunnen. Okay. Sehr angenehme Musik. Ich glaube, das bedeutet, wir waren erfolgreich. Oder so ähnlich. Okay. Mal gucken, was haben wir noch für Quests? Ja, säubere den Elixierbogen. Haben wir gemacht. Der Schmied will eine Werkstatt. Okay. Tagebuch. Bla bla bla. Gut. Ich will nach Hause. Zu Hause. Kann ich nicht schnell reisen? Okay. Anscheinend nicht. Das finde ich doof. Ich wäre jetzt gerne per Schnellreise nach Hause. Aber warte mal. Dann gehen wir halt so. Ist ja egal. Können wir hier nochmal ein bisschen gucken. Ach so, guck mal hier. Wenn man was kaputt macht, kriegt man manchmal auch Ressourcen raus. Interessant. Leuchtet hier was? Ach, das ist hier der Greifhaken. Okay, den haben wir noch nicht. Gut. Freunde, dann würde ich sagen, lasst uns abhauen. So. Nichts wie weg hier. Mal hier die Burg. Die sieht auch cool aus. Gucke ich mir mal eben an. Voll cool, oder? Mal eben gucken. Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Ich würde gerne nach Hause. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, guck mal, da ist die Brücke. Wenn wir die Brücke sehen, sind wir fast da, ne? Dann brauchen wir nur hier hoch. Mal gucken, komme ich hier hoch? Oder ist das zu steil?
Ja, mit ein bisschen Springen scheint das zu gehen, oder? Yeah, cool. Jetzt wird wahrscheinlich gleich der Schmied wieder was zu erzählen haben, oder? Wir haben ja seine Aufgabe abgeschlossen. Oder? Ja, er hat was zu erzählen. Schön. So. Abwählen. Sehr schön. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Meine lieben Freunde. Heute eine etwas längere Episode, Folge, wie auch immer. Aber wir haben wieder ein bisschen was gemacht. Wir haben ein bisschen gebastelt. Wir haben wieder eine Quest abgeschlossen. Wir haben Miniboss besiegt. Wir haben so ein richtig cooles, bratziges Schwert bekommen. Finde ich sehr, sehr cool. Ich würde sagen, ein kleines Päuschen haben wir uns verdient. Wir haben noch 3 Stunden 47 Minuten Zeit, uns hiermit auseinanderzusetzen. Das heißt, eine Folge kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen. In diesem Sinne, Tipps und Tricks gerne unten in die Kommentarbox und vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns bald wieder und dann geht's weiter. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.